Aus Anlass des 125-Jahr-Bestandsjubiläum der Gumpolzkirchner Jagdgesellschaft veranstaltete der Jagdverein Gumpolzkirchen zum Schutze von Fauna und Flora sein erstes Gumpolzkirchner Waldfest. Jahre Jagdgesellschaft Gumpolzkirchen, das ist schon ein zünftiges Fest wert. Also das ist es auf jeden Fall wert und Gratulation an die Jagdgesellschaft Gumpolzkirchen, was sie hier zusammengebracht haben. Wir waren ja gestern schon da und das war gestern ganz ein toller Besuch auch. Und es freut mich, dass die Jagdgesellschaft hier in die Öffentlichkeit gegangen ist, ihr Fest gemeinsam mit der Bevölkerung zu feiern, um zu zeigen, dass die Jäger nicht im Wald herumschleichen in der Nacht, sondern sehr wohl sehr gerne kommunizieren und Feste feiern. Es ist ja nichts herum gewesen, ihr habt, sie müssen alles heraufbringen. Richtig, ja. Also alles, was man hier sieht, es ist im Großen und Ganzen nur diese kleine Hütte gestanden. Und ansonsten alles, was man hier sieht, ist wirklich alles heraufgetragen bzw. heraufgeführt worden. Die Jäger haben sich das verdient und natürlich auch die Bevölkerung von Gumpolzkirchen, muss ich auch sagen, weil das Fest soll ja auch hier dienen, hier auch eine Symbiose zu bilden zwischen der Bevölkerung und auch der Jagdgesellschaft bzw. auch der Bevölkerung die Jagd ein bisschen näher bringen. Wir sollten daran achten, dass die Naturschützer ohne Jagdkarte und die Jagdkarteninhaber gemeinsam vorgehen und sich nicht hier auseinanderdividieren lassen, denn wir haben alle gemeinsam ein Ziel, das ist die Erhaltung der Natur, der Fauna und Flora. Wir sind auch bestrebt, dass die Jagd, so wie sie heute leider Gottes gesehen wird, dem entgegenzustreben und auch zu zeigen, dass wir verantwortungsbewusst sind und dass wir also die Natur als gut sehen und das auch dementsprechend verwalten. Herr Hofer, Sie haben hier einige Schützenscheiben ausgestellt. Wie kommen Sie denn zu diesen Scheiben? Ja, ich habe früher mal sehr gut gezeichnet und so weiter. Und wir haben einen Wettbewerb mit eben damals mit Kettner-Eröffnung, habe ich Bilder gesehen, die mir gefallen haben oder auch nicht und sehr teuer. Aber dachte ich, probieren Sie mal auch. Christian, in Raddress, heute zum Waldfest nach Gumpolzkirchen gekommen, den weiten Weg herauf, gut gemeistert mit Vorarlberg. Von Pfaffstätten über Eiserne Tor, Anhänger und dann über den Sohl da unten rauf. Aber jetzt haben wir ihn durch. Aber vorige Woche schon angefangen. Vorige Woche haben wir schon trainiert, freilich. Ja, ich bin sehr überrascht, dass die jetzt um die Zeit schon da sind. Wir haben eigentlich geglaubt, sie kommen später. Ja, aber jetzt haben wir uns überrascht, jetzt sind wir auch schon da. Nachher dann mit dem Fahrrad wieder zurück? Ja, wenn uns die Frau nicht erwischt irgendwo, dann werden wir es noch in Pfaffstätten ausgehen lassen, beim Heringen. Nach gestern und wie es sich heute anlässt, schon bei der Feldmesse, kann man jetzt schon sagen, ein rundum gelungenes Fest. Ich bin nicht unzufrieden.